Viele sind ein bisschen genervt, dass ich manchmal nicht skype oder ja nicht so schnell antworte oder so. Tut mir leid, ich habe anderes auch zu tun, aber ich werde immer alle beantworten. Auch wenn es 2 Jahre nach dem nach dem Post ist oder so, aber also es gibt gar nichts zu beantworten. Dann natürlich nicht, aber wenn irgendwas braucht, ich werde antworten. Das ist für mich sehr wichtig, also dann finde ich es auch jetzt noch gut, dass es relativ wenig zu beantworten gibt, aber ich kann dann auch mehr machen, also das ist kein Problem. Und dann kann ich auch Leute einstellen, die meine Fragen beantworten, auch wenn sie nichts, kein Geld bekommen. Viele machen das ja sehr gerne und das sieht man bei ein paar guten Let's Playern und anderen YouTuber, dass sie ja immer wieder Leute haben, die für die Let's Player oder eben die YouTuber die Fragen beantworten und so, die gestellt werden in den Kommentaren. Ja, richtig gut. Also es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn es Leute gibt, die für mich die Fragen beantworten. Es muss dann nur einfach richtig sein, also es wäre nicht gut, wenn es falsch beantwortet wird, aber ich traue das euch zu und ja. Der Dämon ist einfach riesig stark, also das ist richtig geil. Wo sind die? Da sind die Skills. Ah ja, man sieht es hier nicht genau. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Probleme, mich zurechtzufinden hier. Aber da es ja nicht so extrem umfangreich ist, werde ich immer wieder schnell reinkommen. Weil bei mir geht schon relativ lange die Zeit, weil ich manche Videos sehr lange aufbewahre. Und dadurch. Oh. Gut, ja, sie hat nicht geschossen. Oh, wir haben keinen Mana. So, ruhen wir uns aus. Das ist jetzt mal richtig schön gemacht. Solche Orte gibt es sehr wenig, die detailliert sind. Gab es eigentlich Patches? Ich habe jetzt gar nichts gelesen. Der letzte Patch war ja anfangs Januar, als dieses Weihnachtsevent abgestellt wurde. Oder war das dann kein Patch und das Anfangs Dezember war ein Patch. Fragen über Fragen, aber ja. Leider sind die Entwickler nicht so gesprächig und dann hat man viele Fragen über die Entwicklung von Regnum. Und wie viele noch dort arbeiten, weiß ich auch nicht. Also, jemand hat mal gesagt, es seien zwei oder drei Leute nur. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Regnum hat Riesenpotenzial. Also das Spiel ist relativ einfach gemacht, hat aber relativ viele Ausbaumöglichkeiten, die dann richtig geil würden, ohne richtig viele harte Arbeiten. So, noch zwei Stück. Die sind jetzt nicht so hilfreich, diese Imps, weil sie sehr schnell wieder weggehen, wenn der Gegner besiegt ist oder wenn sie besiegt sind. Ja, ist jetzt nicht gerade der beste Ding, aber solange ich keine zweite Entwicklung habe, möchte ich die noch drin lassen und dann werde ich sie umwenden, also ersetzen. Schön gemütlich eigentlich heute Morgen. Die meisten schlafen, weil sie sehr lange gezockt haben oder so. Oder eben, weil sie in die Schule gehen oder in die Arbeit. Und deshalb ist es heute Morgen so relativ sehr ding. Ah, moin, moin, Sirtis. Guten Morgen. Jo. Einer hat geschrieben. Gibt's das?
Da sind Werwölfe. Genau. Hier sind Goblins da unten. Die sind noch ein bisschen stark für uns. Aber hier können wir dann sehr gut leveln. Und finden relativ gut Items hoffentlich. Also so wie ich das vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr gesehen habe, haben die recht gut gedroppt. War ich lang mit meinem Schützen am Leveln und am Items sammeln. So, haben wir es jetzt? Ja, wir haben es. Nach Ulderen Aschir müssen wir. Dann, ja, eigentlich sonst nur hier nach Fiskale. Wir gehen unten durch. Oder nein, wir gehen oben durch, weil dort ja ein Questgeber ist. Items haben wir auch bekommen. Stab der Schatten. Blitzstab der Runen aus Silber. Der ist gut. Der hat Gesundheit. Bringt das auf einem Stab? Trefferchance. Aber der hat auch mehr Damage. Sonst, der haben wir ja von der Quest bekommen. Ja. Okay. Ah, diese Quest ist hier nicht mehr zum Abgeben. Wir gehen jetzt mal rechts rum. Jo. Also jetzt läuft es momentan ein bisschen leckfrei, also nicht mehr so schlimm. Also es ist wirklich, glaube ich, das erste Mal in einer Stadt oder so, bis alles geladen ist. Und ja, das zweite Mal wird es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm geladen, weil das meiste schon geladen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Engine funktioniert, also. Aber, ja. Also wenn ihr nicht so einen guten PC habt und so und es in der Stadt leckt, also haben wir das nicht lecken, oder? Ja, hoffe ich jetzt zumal. Da könnt ihr dann immer noch die Optionen ein bisschen runterstellen. So. Gut. Wir haben bald wieder ein Level. Ja. Dann gehen wir kurz nach Ulderen Aschir und wenn wir dann ein Level haben, können wir... Ah, wir haben jetzt schon ein Level. Cool. Dann scalen wir jetzt kurz. Wir nehmen kurz noch diese Quest hier an. Ja, und die andere nehmen wir auch gleich an. Sonst vergessen wir sie. Das muss da drin sein. Ja, bin erst aufgewacht. Bin noch ein bisschen müde. Ich habe eher Morgenmüdigkeit als Abendmüdigkeit, oder wenn ich lange nicht mehr geschlafen habe, bin ich eigentlich nicht so müde. So, hier ist der Beschwörer. Dann schauen wir mal, was er denn uns hier beibringen kann. Immer noch nichts. Nicht gut. Drachenblut erhöht die Intelligenz. Sinnesstoß, stacheliges Efeu. Das wäre schon gut, stacheliges Efeu. Also, ich denke mal, ich mache hier. Sinnesstoß. Ja, aber das ist sehr, also, das bringt jetzt wirklich nichts.
Wie lange hält das? Das wird auch nicht angezeigt. Verbinden, regenerieren bringt's nicht. Selbstheilung, Wiederaufstehung. Sonst gehen wir hier noch, also können wir gar nicht, okay. Ja, da müssen wir noch ein Level warten. Oh, hoffentlich kommt dann. Ja, nein, dann kommt es auch erst in die Mitte, also zwischen den zwei Skills. Ja, aber es geht ja relativ schnell. Gibt gute Quests hier. Und deshalb sind wir bald dann. Aha. Okay, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir gehen hier unten mal durch, verkaufen hier ein paar Sachen und gehen dann rüber zu den anderen Quests. Das ist der Magiertrainer und hier haben wir den Schneider. Hast du gute Sachen für mich? Zeig mal. 48. Das sind die ganz gleichen. Das ist eine schöne Robbe. Schwarz gefällt mir. 64. 56. Die nehme ich. 48. 48. So, jetzt noch verkaufen. Lichtkeule. Okay. Brillant. Großer grüner Rundschild. So. Schauen wir mal. Oh, nicht schlecht. Sehe ich aus wie eine Nonne. Hallo. Oh. Sexy, Baby. Also. Gut geschützt gehen wir jetzt die Quests hier. Annehmen und abgeben. Wenn ich eine Zeit lang nicht Regnum gespielt habe, überzeugt mich irgendwie die Grafik immer wieder aufs Neue. Also, ich meine, Regnum hat nicht so viel gute Grafik, weil ich es wahrscheinlich einfach von früher gewöhnt bin. Und wenn ich jetzt Regnum starte und Let's Playen will, dann werde ich immer fast geflasht. Also, zwar, sie ist zwar eben nicht so gut, aber es ist gut für so ein Game, das hat nicht so einen Support hat und ja, schon etwas älter ist. Das Game ist von 2006, also Respekt eigentlich, ja.